Ja, ich hoffe, das funktioniert, denke ich mal. Ne? Ja, willkommen zu meinem wunderbar interessanten Thema. Alles Wichtige zum Sehen am PC-Arbeitsplatz. Ich mache hier einfach mal einen Rundumschlag zum kompletten Thema. Was betrifft mich beim Sehen im Thema Auge, wenn ich vor dem Monitor sitze und klappe einfach mal alle Themen ab, damit man danach eine gute Übersicht hat. Okay, gut, betrifft mich vielleicht, kann mich mal betreffen oder war einfach sehr interessant. So, zu meiner Person. Also ich bin Jonas Huth, 36 Jahre, Optometrist. Das Ganze kann man studieren und zwar an der Beuth Hochschule in Berlin zum Beispiel. Und seit 2015 bin ich jetzt oder betreibe die Optometrie bei Optik Huth hier in Würzburg. Bei Heidingsfeld ist es. Und was ist Optometrie? Das kennt im Prinzip fast niemand. Das ist gleichzusetzen mit Augenscreening. Also ich kümmere mich im Speziellen um die Augengesundheit, mache Augenscreenings und ansonsten versorge ich die Augen wie halt ein ganz normaler Optiker auch. Na, aber das ist so die Spezialität der Optometrie. Wir kümmern uns mehr um die Gesundheit der Augen. Ja, im Speziellen kümmere ich mich heute um das Sehen am PC-Arbeitsplatz. Entschuldigung, da war ich einmal zu schnell. Natürlich gibt es da verschiedene Geschichten, die man berücksichtigen muss, also die richtige Sitzposition und die richtige Monitorhöhe, aber das ist alles nicht mein Thema. Ich handle jetzt einfach nur mal das Auge ab. Ja. Nicht erschrecken, das ist die Netzhaut, die habe ich einfach nur mal mitgebracht, damit man kurz mal begreift, wie funktioniert das Sehen eigentlich. Ja? Also Licht kommt durchs Auge rein, fällt auf die Netzhaut und zwar genau in diesem Bereich, die sogenannte Makula, damit sehen wir eigentlich. Dieser Bereich ist stecknadelkopfgroß, damit man das Ganze mal auf Relation schrumpfen kann. Von da geht die Sehinformation zum Sehnervenkopf, das ist der hier, von da aus ins Gehirn und da entsteht eigentlich das Bild. Das ist Sehen mal ganz einfach erklärt. Zur Übersicht. Folgende Themen bearbeite ich jetzt mal runter. Und zwar bekannt das trockene Auge. Das ist so eines der häufigsten Themen. Das kennt man in der Regel. Dann natürlich auch sehr naheliegend die mangelnde Sehschärfe. Dann wird es schon ein bisschen spezieller. Was man oft nicht ganz so auf der Platte hat, ist die falsche Kopfhaltung am PC. Und dann wird es noch spezieller. Zum einen Augenmuskelsteuerung und blauwelliges Licht. Gerade auf die letzten beiden Punkte will ich ein bisschen genauer eingehen, weil das oft der Fall ist, dass man die gar nicht bekannt, dass die gar nicht bekannt sind. So, das trockene Auge, da geht es meistens hier um den Tränenfilm, der oben auf dem Auge drauf ist. Hier habe ich den Tränenfilm einmal mitgebracht. Die verschiedenen Schichten, die muss man nicht auswendig kennen, aber das Bild soll einfach nur vermitteln, der Tränenfilm ist nicht nur ein Schluck Wasser, sondern besteht einfach aus verschiedenen Schichten. Und wenn die ins Ungleichgewicht geraten, dann hat man eben auch sehr schnell Probleme am PC, dass die Augen das Brennen anfangen. So, und damit haben wir auch schon den ersten Problem im Endeffekt, das Grundproblem geschildert, also Ungleichgewicht der verschiedenen Schichten, wenn es um den Tränenfilm geht. Das hat folgenden Grund. Zum einen entweder eine Fehlsichtigkeit, das heißt, das Auge muss sich zu arg anstrengen, das beeinträchtigt einfach den Tränenfilm. Dann ist es so, der Mensch, der starrt am Monitor. Wir vergessen das Blinzeln. Das ist eine vollkommen normale menschliche Reaktion, aber ist eben auch klar, wenn das Auge ständig offen bleibt, dann natürlich geht der Tränenfilm irgendwann auf und es fängt das Brennen an. Meistens sind eben in Arbeitsräumen auch trockene Luft. Auch das trocknet schön den Tränenfilm aus. Und der Rest sind dann sogenannte exogene Faktoren wie übermäßiges Alkohol trinken, Kaffee trinken, rauchen und natürlich das Lebensalter spielt hier auch einfach eine Rolle. Ja, dagegen kann man natürlich was machen, beziehungsweise was kann man dafür machen? Und zwar kann man die Lipidschicht unterstützen. Die Lipidschicht ist die oberste Schicht vom Tränenfilm, die ist im Endeffekt die Fettschicht. Und im Prinzip ist es zu 90% der Fälle liegt es an dieser Schicht, dass man Probleme hat, wenn die Augen brennen. Weil diese Schicht ist Fett. Fett gleitet den Tränenfilm aus. Also sprich, wenn die nicht ordentlich funktioniert, dann reibt das Augenlid beim Blinzeln und das macht Augenbrennen. So, und das kann man dann eben einfach unterstützen. Zum einen natürlich mit einer Brille, um die Fehlsichtigkeit einfach mal zu lösen. Dann gibt es natürlich Augentropfen, Augensprays. Man kann eine Lidreinigung machen, wenn die Drüsen verstopft sind, die den Tränenfilm letztlich befeuchten können. Und Omega-3-Fettsäuren könnte man als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn man dauerhaft am Tränenfilm wirklich was in Anführungszeichen reparieren will, weil es gibt wenig, was man wirklich mehr machen kann als Symptombekämpfung. So, das einfach mal zum Tränenfilm, das ist somit meistens bekannt. Dann haben wir die mangelnde Sehschärfe, auch relativ offensichtlich, wenn die Sehschärfe am Monitor nicht mehr funktioniert und es ist meistens so, die Entfernung 50 cm, das muss das Auge ja scharf stellen. Ja, da muss sich das Auge anstrengen und deswegen hat man dann eben auch Augenbrennen, das Augen tränt, es kann trocken sein, man bekommt Kopfschmerzen, man hat schlicht und ergreifend unscharfes Sehen.
die Lösung hier ist sehr naheliegend. Man macht sich entweder eine reine Lesebrille für den PC, wie man es im Prinzip für das Buch eben auch kennt, kann man das natürlich auch für etwas weitere Entfernungen machen, dass man nur den Monitor scharf hat. Oder man nimmt dann die professionellere Variante, das ist eine PC-Arbeitsplatzbrille. Die hat einfach den Vorteil, dass man den kompletten Bereich, also im Prinzip alles, was man am Tisch sieht, alles hier scharf hat vorne und eben auch bis zum Buchlesen alles scharf kriegt. Das ist so eine Art Gleitsichtbrille Light. Ne? Der Effekt ist auch relativ einfach. Logischerweise, das Auge muss sich nicht mehr anstrengen. Dementsprechend entspannt sieht man eben auf der kompletten Entfernung, die man haben will. So, jetzt wird schon ein klein wenig spezieller. Und zwar eine falsche Kopfhaltung. Das passiert meistens dann, wenn das Auge anfängt, schlechter zu sehen. Nur man merkt selber noch nicht, weil wenn der Monitor jetzt da vorne steht und das Auge merkt, ah, ich sehe nicht mehr so gut, dann ist die meiste Reaktion die, man geht mit dem Kopf nach vorne, weil man will diesen Abstand verkürzen, damit man das wieder scharf stellt. So, Problem dabei ist, wenn ich mit dem Kopf nach vorne gehe, stauche ich hinten meine Nackenmuskeln und das macht dann letztlich auch Nackenschmerzen. Das ist eine Geschichte, die merkt man selber meistens nicht. Also wenn man nicht gerade schon Nackenschmerzen hat, das wäre die eine Variante. Viel häufiger ist, dass Arbeitskollegen auf einen zukommen und sagen, du pass mal auf, du sitzt so komisch vor deinem Monitor, da stimmt doch irgendwas nicht. Na? Weil das macht man ganz unbewusst. Das ist übrigens auch eine Geschichte, die passiert, wenn man Gleitsichtbrillen trägt. Ich erlebe es sehr oft, dass die Leute sagen, ja, ich habe ja eine Gleitsichtbrille auf, damit sehe ich doch alles scharf. Und dann, ja, warum geht das nicht am PC? Ganz einfach, weil wenn wir gerade vor dem PC sitzen, also schön entspannte Kopfkörperhaltung, Nacken gerade, dann gucken wir oben durch das Brillenglas durch und eine Gleitsichtbrille ist dafür konzipiert, letztlich ab 6 Meter scharf zu sehen. Da steht aber nicht der Monitor. Also müssten wir dann mit einer Gleitsichtbrille den Monitor scharf sehen, müsste man den Kopf anheben, dass man unten durch das Glas durchguckt, wo eben dann die Nahstärke beginnt und das gleiche Spiel beginnt von neuem. Wieder staucht man sich hinten die Nackenmuskulatur, man kriegt wieder Nackenschmerzen. Und das Spiel beginnt von neuem. Außer Nackenschmerzen sind auch möglich Armschmerzen, was man manchmal hat, weil die Nervenversorgung von den Armen über die Nackenmuskulatur geht und kann in Extremfällen sogar Blutdruck verursachen. Allerdings selten, aber ist möglich. So, die Lösung ist die allergleiche, wie wir davor auch schon hatten bei der Fehlsichtigkeit, eine Brille tragen. Weil sobald ich eine Brille trage und das Auge merkt, aha, ich muss mich nicht mehr anstrengen für die Entfernung, bleibt man automatisch ganz normal vernünftig sitzen. Und damit ist das Problem dann eigentlich auch erledigt. So, die Augenmuskelsteuerung. Das ist ein eher seltenes Thema, was man meistens nicht richtig bedenkt. Da geht es darum, dass wenn wir irgendetwas angucken, vollkommen egal was, also angenommen, Sie, die da jetzt sitzen, wir gucken uns jetzt alle mal die Uhr an, dann müssen natürlich die Augenmuskeln beide die Augen gleichmäßig ausrichten. Wir sind ja keine Chamäleons, was das eine Auge macht, muss das andere Auge auch machen. Und diese Stellung muss ja gehalten werden vom Augenmuskel. Sonst würde das Auge irgendwie weggehen und man würde es nicht mehr scharf sehen. Und wenn wir jetzt natürlich am PC sitzen und gucken ständig hier in die Mitte, müssen die Augen natürlich sich richtig anstrengen, weil ständig müssen die Augen hier in die Mitte gucken. Das funktioniert auch bei den allermeisten Menschen ohne Probleme. Aber es kann sein, wenn die Augenmuskeln einfach nicht mehr können, wenn sie diese Belastung nicht mehr aushalten, dann fangen die irgendwann das Zittern an. Das ist ein bisschen wie beim Muskelkater, beim Dauerläufer. Na, und irgendwann können die es nicht mehr halten und die gehen raus. Und das ist der Punkt, weswegen es oft der Fall ist, dass Leute sagen, Mensch, ich habe zwar meine PC-Brille und ist eigentlich Sehschärfe stimmt. Augenarzt sagt auch, die Sehschärfe stimmt. Aber trotzdem, ich kann nur eine halbe Stunde auf den Monitor gucken und dann fängt es an, es wird richtig anstrengend für die Augen. Das liegt dann oft eben genau daran, dass die Augenmuskeln das nicht mehr halten können. Ja? Und das ist eine Sache, die muss man muss es wissen, dass sowas überhaupt existiert, so eine Problematik. Und wenn man weiß, dass sie existiert, dann kann man sie auch letztlich messen und eben auch beheben. Weil was hier passiert, ist letztlich A, es können Doppelbilder entstehen. Also sprich, ich erlebe es häufig, dass dann jemand sagt, naja, ich gucke da drauf und plötzlich verdoppeln sich die Zeilen. Die gehen nach oben weg oder die Buchstaben vertauschen sich langsam. Das wäre eine Möglichkeit. Das andere ist Kopfschmerzen, Augenbrennen, anstrengendes Sehen. Also sehr gut zu vergleichen damit, als wenn man einfach eine schlechte Brille auf hätte. Obwohl es hier letztlich nicht an der Brille liegt, sondern an den Augenmuskeln. Ja, auch dafür gibt es natürlich eine Lösung. Das nennt sich dann Prismenbrille. Da will ich nicht so viele Worte drüber verlieren. Das ist im Prinzip eine ganz normale Brille, die einfach den Sinn hat, den Lichtstrahl anders zu brechen.
Das bedeutet, wenn die Augenmuskeln es einfach nicht schaffen, sich dauernd so reinzustellen, um auf den Monitor zu gucken, dann erlaubt diese Brille den Augenmuskeln, sich wieder gerade zu stellen und trotzdem kommt das Licht an die richtige Stelle der Netzhaut an. Da habe ich gleich noch eine Folie, um das ein bisschen zu verdeutlichen. So, und wenn man diese Brille hat, dann können sich einfach die Augenmuskeln entspannen und man hat problemfreies Sehen. Hier mal zu verdeutlichen, was ich damit meine, da haben wir nochmal die Netzhaut, in der Mitte, wie gesagt, die Makula. Und hier im Zentrum, quasi das Bullseye bei der Dartscheibe, da kommt eigentlich das Licht an, was wir sehen. Also alles, was da in die Mitte kommt, empfinden wir als geradeaus. So. Und wenn die Augenmuskeln aber nicht mehr mitspielen, dann kann es sein, dass dieser Lichtpunkt halt an die Seite rutscht. Ne? Weil das einfach nicht mehr diese parallele Stellung halten kann. Und an dieser Stelle hat das Auge einfach nicht die richtigen Rezeptoren, nicht die richtigen Nervenverschaltungen, um überhaupt vernünftig scharf zu sehen. Und das mag das Auge natürlich nicht, weil es will ja natürlich gut sehen. Und das macht dann eben die Probleme, dass man einfach merkt, okay, es ist einfach wahnsinnig anstrengend zu sehen. So, das letzte Thema, was hier noch sehr interessant ist und vor allem auch in der Zukunft richtiges Sprengpotenzial hat, das ist zumindest meine Meinung, ist blauwelliges Licht. Blauwelliges Licht ist der Lichtanteil, der immer vorhanden ist, der die Helligkeit von Licht ausmacht. Also sprich, je heller ein Licht leuchtet, desto höher ist der blauwellige Lichtanteil. Je heller das Licht leuchtet, desto weniger Melatonin wird ausgeschüttet. Also sprich, man bleibt auch länger wach. Das ist das, was ja die meisten Smartphone-Hersteller schon erkannt haben. Da gibt es abends immer diese Einstellung, Schlafmodus oder so, dass dann das Licht quasi gedimmt wird. Da geht es eigentlich ums blauwellige Licht. Das wird runtergefahren und damit kann man dann im Prinzip auch besser einschlafen, weil man nicht so wach gehalten wird. Das zum einen. Natürlich blendet blauwelliges Licht, das ist das, was man am Monitor dann oft so merkt, dass man sagt, boah, das ist ein bisschen grell. Und für mich eben als Optometrist ein ganz wichtiger Punkt, es kann die Netzhaut schädigen. So, ja, haben wir schon beschrieben. Ne? Auch hierfür gibt es natürlich eine Lösung, das sind dann sogenannte Kantenfiltergläser. Das sind im Prinzip auch ganz normale Gläser, die einfach dieses blauwellige Licht abschneiden. Sprich, es kommt nicht ins Auge rein, das Auge, die Netzhaut wird dadurch geschützt, man ist auch weniger geblendet. Das sind im Endeffekt auch die Gläser, die in der Fernsehwerbung immer so als Autofahrergläser beworben werden, dass man bei schlechten Sichtverhältnissen auf der Autobahn damit besser sieht. Da geht es im Prinzip um das Gleiche. Ne? So, und wenn man das dann eben hat, ja bitte, eine Frage? Ach so, also die Frage war, ob man das am Monitor nicht ändern kann, wenn man die Helligkeiten reduziert, die Farbtemperatur reduziert. Kommt drauf an, wenn bei dieser Farbtemperatur dann eben auch die Höhe des blauwelligen Lichts dementsprechend gedrosselt wird, dann kann das funktionieren. Hat aber natürlich den Nachteil, dass natürlich der Monitor auch dunkler wird dadurch. Und es ist halt die Frage, ist das für mich auch praktikabel? Ne? So, aber das kann man durchprobieren. Er ist dann ähnlich quasi wie beim Handy, ne? Aber über tags braucht man meistens eine höhere Helligkeit. Ja, ne? Also ist im Alltag ganz schwierig zu regeln. Und ich meine letztlich, wir können vor diesem blauwelligen Licht auch nicht davonlaufen. Es ist mittlerweile überall drin. Jedes LED-Licht hat dieses Licht wahnsinnig viel. Und dazu, wie gesagt, auch mal zum Verdeutlichen, habe ich hier mal sichtbare Licht mitgebracht. Es geht von 400 Nanometer bis 750, also alles hier zwischen den beiden schwarzen Balken, das können wir sehen. Das ist für das menschliche Auge sehbares Licht. Und hier unten links sieht man den roten Balken, rot schädlich, also das ist das blauwellige Licht. Das wird es mal zum Vergleich. Das macht ein Monitor. Na? So, das ist mal ganz viel mehr blauwelliges Licht. Und wenn man jetzt so einen Blaublocker im Glas hat, so einen Kantenfilter, dann macht es das. Es schnürt nur das blauwellige Licht weg, lässt alles andere durch. Na? So funktioniert es. Und das ist hier eine ganz interessante Geschichte, weil wir sind mittlerweile letztlich ja da angekommen, dass fast kein Arbeitsplatz ohne PC mehr existiert. Und es ist mittlerweile schon sehr gut spürbar, dass immer mehr Netzhautschädigungen in immer jüngeren Jahren auf uns zukommen. Es steigt immer mehr an. Und es ist in der Wissenschaft hart diskutiert, wo jetzt die ganz genauen Gründe liegen. Das ist auf jeden Fall einer der Gründe, der ganz, ganz wahrscheinlich ist, dass der hier mitspielt. Und das hat letztlich das Potenzial, so mit Rückenschmerzen und Diabetes einer der ganz großen zukünftigen, sag ich mal, Volkskrankheiten zu werden, die wir haben werden. Dass die Netzhaut letztlich relativ schnell zugrunde geht, weil sie extrem stark belastet ist.
auch hier nochmal zum Zeigen, das ist jetzt hier von uns, also von einem Kunden, die Netzhaut, sitzt viel am PC, sieht man soweit nichts. Ne? Das ist, wenn ich hinter die Netzhaut schaue. Und das sieht man jetzt hier im Zentrum, jetzt gehe ich mal ganz kurz hin. So, hier im Zentrum, logischerweise, wo ich ja eben sehe, sieht man diese hellen Punkte. Ne? Das sind sogenannte Drusen. Drusen sind letztlich Altersflecke auf der Netzhaut. Die entstehen letztlich, wenn zu viel blaues Licht auf die Netzhaut fällt, zumindest können die dann entstehen. Und wenn die größer werden, mehr werden, immer ansteigt das Ganze, dann kann es letztlich dazu führen, dass es jetzt die Netzhaut von jemandem, der eine sogenannte Makuladegeneration hat. Und diese ganzen weißen Stellen hier, so, alles abgestorbenes Gewebe, da kann die Person letztlich nicht mehr ordentlich sehen. Man wird nicht blind dadurch per se, aber sehbehindert, das kann man durchaus sagen. Also wer das hat, der sieht nicht mehr gut und wird auch nicht mehr gut sehen, weil das kann man nicht reparieren. Das geht einfach nicht. Ne? So, und das ist der Punkt, auf den ich gerne ein bisschen hinweisen will, das ein bisschen im Auge zu haben. Also wenn man viel vorm PC sitzt, ist es ratsam, sich zumindest ab und an mal die Netzhaut anschauen zu lassen. Einfach mal, um zu sehen, wie sieht es da aus. Ne? Kann man da schon irgendwas sehen? Betrifft es mich nicht? Weil es kann eben auch sein, dass man sein Leben lang vorm PC sitzt und hat damit niemals Probleme. Ist auch möglich. Ne? Aber es kann genauso gut auch andersrum sein, dass man sehr frühzeitig erkennt, Mensch, pass mal auf, also wir sehen hier schon erste Anzeichen. Guck mal, ob wir da nicht irgendwie gegensteuern können. So, das war's auch schon. Das ist einmal in Kürze alles, was für einen PC-Arbeitsplatz so wichtig ist. Danke für die Aufmerksamkeit und wenn es natürlich hier Fragen zu gäbe, gerne melden. Ja, bitte. Also den Einflussbereich von Lichtanteilen auf die Konzentration weiß ich nicht. Dazu habe ich kein Wissen, deswegen kann ich das auch nicht kommentieren. Ne? Was ich weiß zu dem Thema, das ist eben dieses, was jetzt eben, glaube ich, neulich in den Nachrichten drin war, dass ja die Kinder so schnell eine Fehlsichtigkeit entwickeln, was ja davon ab, also man geht davon aus, das liegt daran, dass die so viel immer auf Monitore starren. Ne? Dazu lässt sich einfach nur sagen, neuester Forschungsstand jetzt ist, Hauptgrund dafür ist, dass die Kinder zu wenig rausgehen. Weil das Augenwachstum letztlich ganz stark davon abhängt, wie viel normales Licht ins Auge kommt. Also, oh Wunder, schickt die Kinder raus auf den Spielplatz und dann geht es denen auch zukünftig besser. Das ist eine wahnsinnige Erkenntnis, finde ich. Aber ja, das hat die Forschung jetzt über Jahre letztlich herausgefunden, dass das wirklich gut ist, eben gerade eben auch für die Fehlsichtigkeitsentwicklung bei Kindern. Und übrigens die andere Geschichte, dass man sagt, dass die so viel in die Nähe arbeiten, hat sich gar nicht so bewahrheitet. Ist zumindest Stand meines Wissens jetzt. Na, da geht es tatsächlich eher darum, welche Lichtwellen bekommt das Auge ab. Ja. Ja, also das kann gut sein, ne? Weil ich meine, wenn ich natürlich sehr helles Licht habe, macht mich das wach. Ne, so. Und wenn ich nur helles Licht habe, dann macht es mich ja ständig wach, dann kann ich natürlich auch irgendwann hippelig werden, weil ich ja gar nicht mehr müde werden kann, so ungefähr. Ne? Aber wie gesagt, das entzieht sich einfach meinem Kenntnisbereich. Ja, gibt es auch. Ne? Interessanterweise werden die allerdings meistens von den Firmen überhaupt nicht beworben. Ne? Jein. Also es gab neulich eine sehr interessante Reportage, die hat sich dem Thema angenommen. Da ging es eben auch letztlich um die Geschichte blauwelliges Licht und Schädigung. Und naja, es ist davon auszugehen, wenn die Firmen hergehen würden und würden jetzt sagen, okay,
wir propagieren jetzt diese Lichtröhre, weil das ist gesundes Licht quasi fürs Auge. Ja, was machen die mit 80% des anderen Lichts, was die verkaufen? Na? Also ich glaube, da sind auch teilweise handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter, dass dieses Thema nicht wirklich hochgekocht wird, weil angenommen, das wäre wissenschaftlicher Standard, also sprich, dass es jeder wüsste, ja, was machen wir dann mit dem ganzen Neonlicht? Ne? Scheinwerfer in Autos und so weiter, ne? Das wäre dann plötzlich alles akut gesundheitsschädigend. Also da tut die Industrie wahrscheinlich wenig für. Kann ich mir zumindest so ganz gut erklären, ne? Warum das ganze Thema letztlich nicht wirklich an die Öffentlichkeit gelangt im großen Stil. Bitte? Ja? Okay. Also wer Augenmuskeltraining machen will, das machen Funktionaloptometristen. Ne? Ja, das ist nochmal ein Teilbereich des Ganzen. Man kann Optometrie machen. Das beschäftigt sich letztlich eher so mit der Augengesundheit, ne, mit den Funktionsfähigkeiten des Auges. Und Funktionaloptometristen, die machen dann eigentlich Augentraining. Augentraining funktioniert grundsätzlich ja, allerdings hat es Grenzen. Ne? Und es heißt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, wir trainieren jetzt hier einen Muskel, damit er besonders hält. Das will es eigentlich gar nicht. Mit diesem Augentraining werden die Nervenverschaltungen auf der Netzhaut trainiert. Ne? Also da geht es eher darum. Ha, ganz interessante Frage, schwierige Frage. Ich vergesse immer die Fragen zu wiederholen. Soll ich die jetzt nochmal wiederholen? Oder? Also die Frage war, wo sind die Grenzen bei funktionaler Optometrie? Beim Training, ja, also beim Training. Schwierig, zum einen, weil ich kein Funktionaloptometrist bin, ne, aber von dem, was ich weiß, ist es so. Das Problem bei diesem Training ist, man muss es letztlich täglich machen. Ne, also sagen wir mal täglich eine Viertelstunde trainieren. So, und da wird es halt dann langsam schwierig mit der Nachweisbarkeit, weil wenn es nicht funktioniert, heißt es, entweder hat es vielleicht nicht funktioniert, weil es nicht geht, oder vielleicht habe ich auch falsch trainiert, vielleicht habe ich auch zu wenig trainiert. Ne. Also es ist ein bisschen schwierig, das Ganze nachzuweisen, schon mal vom Grundeffekt her. Ne? So. Ja, und was man dann genau, welche Probleme man genau mit Augentraining korrigieren kann, da will ich auch einen Funktionaloptometristen auf verweisen. Da will ich mich nicht in Wässer begeben, die ich zu wenig kenne. Ne? Nein. Mhm. Das halte ich für eine gewagte These. Ja. Ja, also das ist halt ein Thema, was kontrovers diskutiert wird in der Optik. Ne, also es gibt die eine Seite in der Optik, die halten das Ganze für kompletten Humbug und sagen, das soll man bitte lassen. Dann gibt es das andere Extrem, die sagen, nee doch, das funktioniert wunderbar. Ich würde mich persönlich in der Mitte einordnen. Ich sage, für manche Themen mag das wirklich funktionieren. Für manche Themen würde ich sagen, nee, also das ist eigentlich vergebene Liebesmühe. Grundsätzlich ist es halt so, das Sehen ist auch ein physiologischer Prozess. Ne, da geht es auch einfach um Strahlenphysik zum Beispiel. Und die kann man einfach nicht mit Training einfach außer Kraft setzen. Ne, also da, wo ich sage, also das sind die Grenzen einfach mal erreicht. Ne. Ja, vielleicht einfach mal eine nette Geschichte vielleicht dazu. Ich hatte mal einen Kunden bei mir, der hat mir erzählt, er macht Augenyoga. Ne. Augenyoga funktioniert so, hat er gesagt, er steigt hier in die Straßenbahn ein, schließt die Augen und dann macht er Augenübungen. Ne, also dreht die Augen oder macht was auch immer. Ne. Und wenn er dann in der Stadt angekommen ist, dann macht er die Augen auf, geht raus und stellt fest, er sieht viel besser. Dass das Ganze einfach daran liegt, dass er die Augen halt zu hat und die Augen sich entspannen können derweil. Ne. Das konnte ich ihm nicht wirklich klar machen. Ne. Aber das ist natürlich die allerwahrscheinlichste Variante. Ne. So, und das ist halt so das Ding, wo ich sage, manchmal verfließen auch ein bisschen die Grenzen. Aber grundsätzlich ist es kein Thema, wo ich sage, nö, das sollte man nicht ausprobieren. Also wenn man meint, man müsste das probieren, dann bitte machen. Also es kann funktionieren. Wenn man die Augen schließt und einmal eine Minute an wunderschöne Dinge
Ja. Ja. Ja, das würde ich mal sagen, ja. Ne? Man hat die Augen halt auch zu. Ne? So. Ja, auch. Ne? Aber ja, aber das ist dann halt die Schwierigkeit. Ne? Wo fängt man jetzt an, das Ganze, sage ich mal, auf wissenschaftlicher Basis zu untersuchen? Ne? Ja. Ja. Ja, ne, aber das Grundproblem, was wir ja letztlich dann auch in der Optik immer auch haben, auch in der Optometrie letztlich haben, ist, man muss es ja immer an wissenschaftlichen Standards festmachen. Ne? Und wenn man jetzt davon ausgeht, jetzt nur vom Sehen zu sehen, ne, reicht es natürlich nicht zu sagen, das ist nur Psychologie, da spielt natürlich dann das Auge mit und so weiter. Ne? Also das Ganze auf dem wissenschaftlichen Niveau tatsächlich stichfest zu machen, ist schwierig. Sicherlich, ne? Nur wenn das Ziel ja das ist, dann lese ich damit besser. Ne? Wenn das als wissenschaftliches Ziel untersucht werden soll, ist es ja nicht nur der Nerv, der hier mitspielt, sondern eben auch die Sehschärfe und. Ne? Und das ist eben ganz schwierig. Letztlich bei allem, was den Menschen direkt betrifft, und da ist das Sehen halt sofort mit dabei, ist wissenschaftlich fast nicht wirklich zu beweisen. Weil dafür müssten wir Menschen aus der Retorte züchten können. Ne, um wirklich jegliche Faktoren auszuschließen, Ernährung und so weiter, wie gut ist die Netzhaut aufgestellt und so weiter, ne? Wie gut sind die Augenmuskeln. Also das ist so schwer, dass das immer ein Streitthema bleiben wird, wenn man es zumindest in ganz harten wissenschaftlichen Fakten belegen wollte. Ne? Aber wie gesagt, aus Erfahrung weiß ich, das funktioniert schon teilweise. Ne? Also die einen sagen, jawohl, hat wunderbar funktioniert. Ich kenne auch die anderen Positionen, die sagen, Mensch, ich habe das ausprobiert und es hat gar nicht funktioniert. Gibt beides. Ne? Aber wie gesagt, wenn man der Meinung ist, man will das probieren, grundsätzlich machen. Ne? Ich habe auch noch nicht erfahren, dass irgendwas gemacht worden ist, was das Sehen geschädigt hätte. Ne? Insofern mehr als feststellen, dass es nicht funktioniert, kann man nicht. Eine Gleitsichtbrille. Und Klassenfrei. Dafür gibt es auch Gläser. Es gibt Gläser, die, sag ich mal, maximal die komplette Raumentfernung abdecken. Ne? Also im Prinzip von 0 auf 6 Meter Entfernung bis zum Lesen, aber nicht weiter. Ne? Das wäre so das Maximum, was momentan in der Optik möglich ist. Und ansonsten kommt es halt immer darauf an, für welche Entfernung braucht man es. Ne? Und dann guckt man erstmal, kommt man damit A mit einer richtigen Brille hin für die Entfernung. Und wenn das nicht funktioniert, okay. Wir brauchen es für diese Entfernung und für diese. Und dafür findet man in der Regel immer ein passendes Brillenglas, das genau diese Entfernung auch abdeckt. Aber eben auch nicht mehr. Also sprich, die eiermilchlegende Wollmilchsau, die gibt es bei klaren Gläsern einfach nicht. Auf jeden Fall. Nee, also nein, die Realität ist, in zukünftig werden drei Brillen Standard sein. Mindestens. Mindestens. Weil derjenige, der ungefähr 40 Jahre ist und am PC sitzt, da beginnt einfach die Altersweitsichtigkeit, dann reden wir von einer Gleitsichtbrille. So, die braucht man dann einfach, weil man in der Ferne scharf sehen muss und in der Nähe. Die Gleitsichtbrille funktioniert aber einfach meistens nicht ordentlich am PC, also brauche ich eine PC-Brille. Ist einfach so. Und wenn ich eh eine Gleitsichtbrille habe, dann brauche ich in der Regel auch eine Sonnenbrille. So mit Sehstärke und zack sind wir bei drei Brillen.
Ja, das geht nach oben offen. Also klar, hey, da sag ich nicht nein, ne? Aber das ist nun mal Fakt, ne? Die Anforderungen an Szenen haben sich geändert. Und gerade diese PC-Arbeitsentfernung, die ist mit früher nicht zu vergleichen. Das ist einfach ein kompletter Wandel in der Arbeitswelt, den wir haben. Und so wie die Augen beansprucht werden zurzeit, wurden sie früher noch nie. Und das ist einfach Fakt. Sagen wir es mal so, daran wird geforscht. Also ich weiß, dass es, ist ja schon ein paar Jährchen her, in den USA mal eine Brille gab, die konnte man so Touchpad-mäßig am Brillenbügel so entlang ziehen, nach vorne, dann hat es für die Nähe nahegestellt und nach hinten hat es für die Ferne nahegestellt. Ist aber nie in Produktion gekommen. So, ne? Aber sowas kann ich mir gut vorstellen, dass sowas kommt. Aber wie das technisch zu lösen ist, da reiche ich die Frage gerne weiter. So, ne? Ja. Naja, mit Lampen würde ich gar nicht großartig erst anfangen. Weil letztlich, sobald man die Tür dann aufmacht, man geht irgendwo hin, die ganze Neonleuchtreklame und so weiter, man kann vor diesem Licht nicht weglaufen. So, das ist Fakt 1. Fakt 2 ist, man kann eben auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt blauwelliges Licht und das wird jetzt meine Netzhaut schädigen. So, auch das kann man so nicht sagen, ne? Weil da sind wir wieder in dem Bereich, was das müssten wir wissenschaftlich wirklich explizit belegen können. Und das kann man letztlich, das sage ich mal, das kann man nicht wissenschaftlich explizit belegen. Man kann belegen, dass es die Stoffe angreift auf der Netzhaut. Man kann aber nicht belegen, ja, das wird jetzt wahrscheinlich so stark passieren. In dem Zeitraum wird man Probleme kriegen, weil dafür sind die Menschen zu unterschiedlich, ne? Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, auf jeden Fall die Augen mal gründlich untersuchen lassen. Also wirklich mal Netzhaut anschauen und so weiter. Und einfach gucken, ist da alles in Ordnung? Und wenn an der Netzhaut einfach mal alles in Ordnung ist und man kann einfach wirklich nicht feststellen, dass da irgendetwas wäre, dann muss ich ja nichts machen. Also frei nach dem Motto, wo kein Rauch, da kein Feuer. Ne? Nur wenn man halt eben was sehen kann, und das ist ja, sage ich mal, so das, was ich so im Hauptberuf ja dann tue, ne? Dass ich frühzeitig Gefahrenpotenziale erkenne am Auge. Und dann eben zum Augenarzt weiterschicke, eben mit dem Ziel, dass frühzeitig dagegen angegangen wird. Wenn man es frühzeitig weiß, kann man dagegen steuern und im besten Fall im Alter kein Problem damit haben. Ja, und das wäre so für mich der Punkt, wo ich sage, einfach ein Auge drauf haben, Bewusstsein, das kann ein Problem werden, einfach mal das Auge untersuchen lassen. Und wenn einfach rauskommt, das ist alles in bester Ordnung, schön. Ja? Und im anderen Fall dann eben letztlich diese Kantenfiltergläser, also dieses blauwellige Licht, letztlich absorbieren. Und viel mehr kann man gar nicht machen. Na, also es gibt noch, wenn es so um diese Netzhautgeschichten geht, gibt es auch noch so diese Nahrungsergänzungsmittel, na, die auch definitiv helfen können. Na, aber da sind wir auch wieder in dem Bereich, wo man sagen, da wird beweisen ganz schwer. Na, aber mehr geht gar nicht. Mehr kann der Einzelne überhaupt gar nicht tun. Sind wir durch? Sind wir durch? Ne? So, dann einfach, wen es mal interessiert. Ne? Ich habe mal solche Blaukantenfilterbrillen mitgenommen. Ne? Die kann man sich auch über die Brille selber drüber setzen. Ne? Einfach, wen es interessiert. Der kann mal durchgucken und kann mal sehen, wie die Welt sich dann quasi verändert. Ne? So, Punkt um. Ja, nee, so geil ist es dann auch nicht. Ne? Nee, also man sieht zum Glück in den seltensten Fällen, dass da irgendwas drin ist. Normalerweise merkt keiner von außen, dass da so ein Kantenfilter drin ist im Glas, also das blauwellige Licht rausfiltert. Ne? Aber wie gesagt, wenn man da Probleme mit hat am Monitor, dann kann das durchaus einfach mal dazu führen, dass man das Ding aufsetzt und sagt, boah, viel besser. So. Und wenn man diesen Eindruck hat, dass man sagt, wow, das ist mal viel besser, dann ist es halt eben auch ein Thema. So, und wenn man sagt, boah, das ist eigentlich, ich merke keinen Unterschied, dann nicht. Aus dem Grund habe ich es auch mal mitgenommen. Wer Bock hat, kann es probieren. Dann bedanke ich mich.